Hallo zusammen, hier ist wieder heute und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. auch einen Achievement Guide präsentieren. Und zwar wollen wir uns dieses schicke Phoenix Mount anschauen. Das schimpft sich einmal Kaltflammensturm. Ist natürlich ein Flugmount und ja, kann natürlich auch Drachen fliegen wie so gut wie alle Mounts jetzt. Ich würde sagen, wir gehen mal einen Ticken näher ran und schauen uns auch mal das Mount Special an. So, blenden wir mal alles aus. Also, da haben wir den schicken Vogel. Hat hier so ein bisschen astral durchsichtige Flügel, was sehr, sehr cool ist. Und auch so ein bisschen einen Leuchteffekt, der so ein bisschen nachzieht. Seht ihr das? Also, das macht schon tatsächlich was her. Dann schauen wir uns das Mount Special einmal an. Das ist cool. Okay, das war ein Haufen Leucht- und Glitzereffekte. Macht tatsächlich was her. Gut, wo kriegen wir den jetzt her? Den gibt es über ein Meta-Achievement. Und zwar haben wir das Meta-Achievement drin unter Weltereignisse und dann hier Jubiläumsfeier. Und dort haben wir dann einmal den Erfolg coole 20 Jahre. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt die folgenden Erfolge ab. Das sind insgesamt 8 Achievements. Und die spielen quasi alle hier, oder die meisten zumindest, hier in Tanaris um dieses Geburtstagsevent. Also, was müssen wir machen? Klappern wir sie mal ab. Ich werde zu allen oder ich habe zu allen von diesen Achievements schon ausführlichere Videos gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal grob einmal durch. Also, das erste ist, das habe ich. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Ordnet während des Reittierrausch ein Reittier zu. Als allererstes solltet ihr wissen, es gibt hier 3 verschiedene Events, die sich abwechseln. Jede Viertelstunde ist ein Event. Und wie funktioniert das? Soweit ich weiß, ist immer zur vollen Stunde hier das Geschichten-Event. Ne, das startet immer um Punkt und um halb. Dann um Viertel nach ist einmal das Event hier fürs Transmoggen. Das gucken wir uns halt auch gleich an. Und um 3 Viertel, also um 45, ist immer das Event hier unten fürs Mounten. Und bei dem ist es einfach so, hier auf der Bühne steigt der NPC dann auf den Mount. Oben steht dann ein Schriftzug drüber, Mount XY. Und das müsst ihr dann halt einfach auch hier eingeben und aufmounten. Wenn ihr das Mount habt, dann geht bei euch ein Counter hoch. Beziehungsweise, wenn ihr eins richtig aufgemountet habt, gibt es das erste Achievement. Es gibt noch ein weiteres für 20. Da müsst ihr halt einfach 20 Mal das Richtige aufsteigen. 15 Runden sind es. Also in 2 Runden könnt ihr das 20er auch theoretisch fertig machen. Dann das zweite Haustier Schabernack. Dafür müsst ihr ein bisschen hier rüber auf die andere Seite. Also wir sind auf der anderen Seite von diesem Zelt. Und dann haben wir hier eine Kiste bei der Petra. Und da müsst ihr einfach die Kiste anklicken. Ihr kriegt einen Haustierspiegel. Mit dem Spiegel müsst ihr dann Folgendes machen. Ihr nehmt irgendein Pet, ist komplett egal welches, holt es raus, klickt den Spiegel an und dann verwandelt ihr euch in das Pet. Und dann gibt es das Achievement. Es gibt noch einen weiteren Erfolg, da müsst ihr dann hier diese Leckerlis anklicken und den Buff auf 20 stacken, ne? Aber das ist dann nochmal eine andere Sache, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. So, als nächstes haben wir dann folgendes Achievement auf den billigen Plätzen. Dafür müssen wir 50 Mal reagieren auf den Lernsucher Joe. Und zwar bei seinem Geschichten-Event. Ich hatte schon erwähnt, das Geschichten-Event, ne, das ist hier auf der anderen Seite drüben. Das findet immer um Punkt statt. Also jetzt gleich um 23 Uhr und um 23.30 Uhr findet es, glaube ich, auch nochmal statt. Und hier ist es so, er erzählt eine Geschichte. Und zwischendrin kann man halt reagieren mit irgendwie weinen oder jubeln oder was. Das müsst ihr nicht im Chat eingeben, sondern ihr kriegt hier so einen Extra-Button. Ne? Den müsst ihr einfach drücken. Der ist nur ein paar Sekunden da, also ihr müsst ein bisschen aufmerksam sein. Immer wenn der Extra-Button kommt, Extra-Button drücken. Für jedes Drücken des Extra-Button gibt es ein Ding hoch. Und naja, so 5 bis 10 kann man in einem Event schon kriegen. Also ihr müsst ein paar Events hier mitmachen. Genau. Dann das nächste, was wir haben, ein Torbrecher. Dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt mindestens einen der folgenden Weltbosse während des Jubiläums von World of Warcraft. Und zwar ist das einmal Verdammnis Wandler, Schar des Zorns und Archivon der Steine. Das ist einfach einer der Weltbosse, die jetzt hier in Tanaris sind. Die seht ihr auf der Map. Da könnt ihr hinfliegen, die umhauen. Wenn da keine anderen Spieler sind, geht ihr hier in den Dungeon Browser, organisiert die Gruppen spezifisch und queut euch hier halt rein. Ne? Der eine ist der Doom Walker. Da gibt er halt hier Doom ein, dann könnt ihr euch queuen oder ihr gebt halt Char ein, ne, halt so wie die Kollegen heißen. Dann könnt ihr da eine Gruppe finden. Also das eine ist der Char und der andere ist der Eichavon.
dafür einfach jeweils eine Gruppe suchen, umhauen. Für das Achievement braucht ihr tatsächlich nur das Kleine, also einen töten. Es gibt aber auch ein Achievement, das ihr alle getötet habt. Dann schauen wir uns das nächste an. Das nächste ist Modekritiker. Da gibt es auch wieder zwei Achievements. Ihr braucht das Kleine. Gebt beim Moderausch eine Stimme ab. Und der Moderausch ist das dritte Event, was sich hier drüben befindet. Und hier ist es so, dass ihr, wenn der Moderausch aktiv ist, quasi 2 Minuten Zeit habt, euer Gear zu themocken. Das müsst ihr aber nicht. Hier oben wird dann ein Motto vorgegeben, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie wild und gefährlich. Und dann müsst ihr euch halt wild und gefährlich themocken. Fürs Achievement braucht ihr euch gar nicht themocken. Ihr könnt es machen, müsst es aber nicht. Und nach 2 Minuten gibt es hier auf dem Tisch so eine Plakette, die könnt ihr anklicken. Dann kriegt ihr einen Extra-Button oder so eine Bar, wo ihr einen Button habt. Und dann könnt ihr 5 Leute auswählen, die klickt ihr an, drückt den Extra-Button und dann sagt ihr halt quasi, dass der hat das beste Themock, ne? Und das Ziel des Achievements ist es halt, einen, also das Ding anzuklicken hier, aufzusammeln, einen Spieler anzuklicken. Und es gibt dann halt auch nochmal ein Achievement für 20, ne? Also gibt er die Stimme ab. Wer am Ende gewinnt, bringt eigentlich gar nichts. Es ist halt nur just for fun. Aber das Stimme abgeben für andere Spieler bringt halt quasi ein Achievement. Das nächste, was wir haben, ist Ballonfahrer. Das ist eigentlich relativ simpel. Hier oben fahren immer so Ballone los und die könnt ihr anklicken, ne? Und ihr müsst halt relativ, relativ schnell sein. Ihr klickt den Ballon an und damit fliegt ihr rum. Da gibt es auch noch ein Achievement, dass man mit jedem Ballon einmal rumfliegen müsst, mit verschiedenen Farben. Für das Meta-Achievement müsst ihr aber nur mit einem einmal hier rumcruisen. Dann als nächstes haben wir ein Original. Da gibt es auch nochmal ein größeres Achievement, in dem ihr quasi alle World-Bosse töten müsst. Für dieses erste Achievement müsst ihr nur einen von denen umhauen. Das sind quasi 6 Stück, die ihr zur Auswahl habt. 3 von denen sind die Albtraumdrachen, die stehen vor diesen Portalen, wo sich auch Druids hinporten können. Und 2 sind quasi immer da, also Azurigos und Lord Kazak, die sind immer da und die wechseln sich ab, die 4. Das können wir auch auf der Map sehen. Also wir haben hier, oh, sie sind anscheinend gerade tot, Azurigos, der ist immer da, der ist hier oben in Ashara. Den könnt ihr genauso über Azurigos im Tool suchen, wie die anderen Bosse zum Beispiel. Dann haben wir Kazak, der ist hier unten, der ist anscheinend gerade tot, deswegen wird er nicht angezeigt. Könnt ihr aber auch im Tool über Kazak suchen, den könnt ihr hier töten. Und dann gibt es halt die 4 Albtraumdrachen. Da ist immer ein anderer aktiv. Es gibt einen, der ist quasi hier in Farallas, ne? Dann gibt es einen, der ist im Hinterland, und zwar hier oben. Aber wie gesagt, der wird dann auch vom Map angezeigt. Dann gibt es einen, der ist im Dämmerwald, der ist hier. Und ich meine, jetzt bin ich gerade echt am Überlegen, wo war der letzte? Ich glaube, hier war noch einer vor dem Portal, genau. Aber wie gesagt, die wechseln sich ab, da ist jeden Tag nur einer da. Für sie Chiefin braucht ihr aber eh nur einen, also könnt ihr auch einfach Kazak oder Azurigos umhauen. Das ist quasi die safe Sache. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen müssen. Genau, Codex-Redakteur haben wir, Ankyrei. Und dafür steigen wir jetzt mal von dem Luftballon ab. Hier müssen wir das Szenario von Chromi, also Chromis Codex, einfach abschließen. Und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Wenn dann, ihr geht direkt zu Chromi hin, die befindet sich hier neben dem Zelt, ne? Also da haben wir den Eingang. Und hier haben wir die Chromi stehen, die hat auch eine Quest und dann könnt ihr euch hier in die Warteschlange einreihen. So, da bin ich jetzt noch in der Gruppe mit einem anderen Char, jetzt gehen wir da mal raus. Also wir können uns hier einmal einreihen. Und dann dauert es halt, na gut, sagt der Durchschnitt 22 Minuten, das so machen. Oder ich glaube, ihr könnt euch tatsächlich auch hier irgendwo anmelden. Genau, Chromis Codex, da könnt ihr euch theoretisch auch queuen, ne? Also die beiden Optionen habt ihr. Das Szenario dauert 10, 15 Minuten, ist eigentlich nur Mobs umhauen. Ihr müsst halt immer Chromi nach und das Ganze ist ganz nett gemacht. Spielt halt in einem nicht kaputten Silithos, also das ist die Öffnung von Akku, wird danach gespielt. Und es sind halt lauter Mobs in dem Öffnungsevent, die da eigentlich nicht hingehören. Und die müsst ihr halt umboxen, ne? Und mehr ist es tatsächlich nicht. Und ja, wenn ihr dann quasi alle von den Erfolgen absolviert habt, dann gibt es einmal das Mount. Und dann sind wir auch tatsächlich schon durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schauen wir uns oder sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.